Um die partikuläre Lösung zu bestimmen, haben wir nicht nur angenommen, dass diese die gleiche Form wie der Störtern besitzt, sondern auch, dass diese selbst, also ohne die homogene Lösung, eine Lösung der Differentialgleichung darstellt. Dass das tatsächlich so ist, machen wir uns in diesem kleinen Nachtrag noch klar. Wir wissen also, dass unsere Differentialgleichung gilt, also y' ist dasselbe wie 2y plus x² plus 1. Und wir wissen, dass y sich zusammensetzt aus der partikulären Lösung plus der homogenen Lösung. Was wir jetzt machen ist, dass wir diesen Ansatz, den wir hier haben, in unsere Differentialgleichung einsetzen. Dann steht da yp plus yh abgeleitet ist dasselbe wie 2 mal yp plus yh plus x² plus 1. Eine Summe abzuleiten ist relativ einfach. Da steht einmal yp' plus yh' ist dasselbe wie 2yp plus 2yh plus x² plus 1. Jetzt überlegen wir uns noch mal kurz, was yh war. Yh ist die Lösung der homogenen Differentialgleichung. Das heißt, für yh gilt, dass die Ableitung davon gerade 2yh ist. Also im Prinzip dieselbe Differentialgleichung erfüllt wie die, die wir vorne stehen haben, ohne den Störterm, der da noch steht. Wenn wir das jetzt wissen, heißt das, dass yh' dasselbe ist wie 2yh. Und können das auf beiden Seiten wegkürzen, weil da effektiv derselbe Wert steht. Das heißt, am Ende bleibt stehen, yp' ist dasselbe wie 2yp plus x² plus 1. Und das ist, wenn Sie mal kurz nach oben blicken, exakt unsere Differentialgleichung, nur jetzt nicht mehr für y, sondern für die partikuläre Lösung. Das heißt, das, was wir gemacht haben, ich gehe noch mal kurz zurück, an der Stelle, dass wir angenommen haben, dass die partikuläre Lösung die Differentialgleichung selbst auch erfüllt, ist vollkommen korrekt und das können wir in jedem anderen Fall eben auch machen.